Was wir gestern an den Aktienmärkten gesehen haben, das ist das erste Mal so richtig Panik. Und das liegt daran, dass das bullische Narrativ, die bullische Erzählung einen totalen Kontrollverlust erlitten hat. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf einen sicherlich nicht uninteressanten Freitag, um es mal so zu formulieren. Denn es steht ein Wochenende vor der Tür und man kann sich vorstellen, dass derzeit in diesem Umfeld nicht viele unbedingt sich sagen, naja, ich gehe mal voll long in dieses Wochenende, ist zumindest eher schwer vorstellbar. Wer weiß, jedenfalls ist dieser Kontrollverlust dadurch bedingt, dass die zentralen drei Säulen, die die Bullen immer sich zurechtgelegt hatten, nun ins Wanken gekommen sind. Die erste Säule ist, dass die Wirtschaft sich V-förmig erholen werde, es wird alles wieder gut, wir haben eine kleine Delle etc. Diese Erzählung ist mit dem Coronavirus eigentlich erstmal passé, gilt für China, gilt aber jetzt immer mehr auch für den Rest der Welt. Die zweite Erzählung ist, dass man sich sagt, naja, die Fed wird uns retten, die wird sofort eingreifen, wenn mal was nach unten geht. Aber erstaunlicherweise, was gestern passiert ist, die Fed hat gestern von 49 angefragten Milliarden am Repo-Markt nur 25 bedient, also etwa die Hälfte. Die Fed sagt also nicht hier, Jungs, wir streuen jetzt mal richtig Kohle in den Markt, sondern sie sagt, okay, nee, nicht jeder wird bedient. Das ist ein ziemlich klares Signal und es ist ja schließlich auch so, dass die Notenbanken jetzt schlichtweg erstmal sagen müssen, nee, Leute, wir haben euch hier lange zu großen Gewinnen verholfen. Wenn es jetzt mal ein bisschen runtergeht, dann schreit ihr sofort, dann sind wir nicht sofort zur Stelle, um eure Verluste auszubügeln. Das zumindest wäre ein echter Glaubwürdigkeitstest jetzt für die Fed und auch für die EZB. Gestern Lagarde auch gesagt, nee, also noch sind wir nicht so weit da, über irgendwelche Maßnahmen nachzudenken. Das ist also der zweite Faktor, der jetzt so ein bisschen entgleitet. Und der dritte Faktor ist der, dass man sich ja immer gesagt hat, Mensch, 2020, da sind die Wahlen in den USA, Trump wird alles tun, um den Aktienmarkt nicht absacken zu lassen. Aber jetzt sehen wir, die Aktienmärkte sind in Panik und Donald Trump kann es nicht verhindern, weil das sozusagen jetzt ein biologischer Faktor ist, anders als beim Handelskrieg, wo praktisch Trump ja einer der Beteiligten war und selber seine positiven Nachrichten produzieren konnte, um die Märkte wieder nach oben zu kriegen. Das ist jetzt schlecht möglich, das ist nicht innerhalb seines Kontrollbereichs und das macht die ganze Geschichte jetzt tricky. Schauen wir uns ein paar Dinge an, die vielleicht relevant, die interessant sind. Zunächst mal sind eben die Märkte, sind vor allem die Investoren mit einer unglaublichen Longquote hier reingegangen. Hier sehen wir das University of Michigan, also die immer das Verbrauchervertrauen ermitteln, Current Value of Stock Market Investments. Da sehen wir, dass also hier die Investoren, vor allem die Privatinvestoren, immens stark in diesen Märkten investiert waren. Und wenn es blöd läuft, hier zum Beispiel mal ein Vergleich mit dem Jahr 1928 bis 1932, sieht schon so ein bisschen ähnlich aus. Das ist hier der Dow Jones. Wenn es jetzt so kommen würde wie in diesem ersten heftigen Abverkauf damals in der Weltwirtschaftskrise, wir wollen es nicht hoffen, jedenfalls dann würde der Dow Jones um und bei auf 22.000 Punkte fallen. Damit stünde er immer noch höher als zur Wahl von Donald Trump. Nur mal, by the way, schauen wir uns nämlich mal das hier an. Hier sehen wir, als Trump gewählt wurde, da war der S&P 500 etwa bei 2.100 Punkten. Jetzt stehen wir immer noch 42% höher als im Jahr 2000, Ende 2016, November 2016. In der Spitze waren wir 62% der Höhe. Ist jetzt alles so viel besser als zum Zeitpunkt der Wahl von Donald Trump? Würde ich eher nicht sagen. Jedenfalls sehen wir, in dem größeren Zeitfenster ist das, was da an Korrektur passiert ist, noch gar nicht mal sichtbar in diesem logarithmischen Chart. Das mal nur am Rande. Aber gleichwohl, es ist der schnellste Abverkauf von einem Allzeithoch, wie die Deutsche Bank hier ermittelt hat. Ist sogar schneller als der schwarze Montag im Jahr 1987, da im Oktober 1987. Da lag das Peak, da lag das Hoch übrigens im August 1987. Also hier sehen wir, es hat nicht viel gebraucht, um mehr als 10% aus diesem Markt rauszukegeln. Derzeit dürfte es etwa so sein, dass was da an Marktkapitalisierung in den letzten Tagen vernichtet worden ist, etwa dem BIP von Japan plus Deutschland entspricht. Nicht wenig gerade also. Und wir sehen, dass das alles nicht so zusammenpasst. Jetzt hat der JP Morgan etwa seine Prognose für das Weltwachstum geändert. Man nimmt für das globale Wachstum minus 0,1% an, glaube ich nicht. Man nimmt aber für China minus 3,4% an. Also das passt irgendwie nicht mit den Kursreaktionen zusammen. Und die Kursreaktionen waren heftig. Schauen Sie sich das mal an. Hier haben wir den Spider, das maßgebliche ETF auf den S&P 500, das meistgehandelte ETF der Welt, meine Damen und Herren. Und wir sehen, hier sind wir
gestern bei 284 Millionen Kontrakten gewesen. Das ist in etwa das Vierfache des durchschnittlichen Volumens der letzten Jahre. Schauen wir uns mal an, als das bullische Narrativ noch intakt war. Da hatten wir 43, 54, 64, 57. Wir haben also jetzt das 5-6-fache an Umsätzen, was da passiert ist. Das ist eben, wenn den Leuten ihre Erzählung verloren geht und diese Erzählung in Handlungen umgesetzt wurde, nämlich in extreme Long-Positionierung am Markt, dann gibt es solche Geschichten. Schauen wir uns auch mal an, was ich Ihnen hier zeige, nämlich jetzt natürlich der Ruf nach Zinssenkungen. Jetzt die Fed Fund Futures haben jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 75% eingepreist, dass jetzt an der Mitte März stattfindenden Fed-Sitzung hier schon eine Zinssenkung kommt. Wir sehen also einen rapiden Anstieg hier der Einpreisung eines 25 Basispunkte Schritts der Notenbank nach unten. Die Frage, die sich hier die RBC stellt, eine Bank, die es genau auf den Punkt bringt und sagt, ja Leute, was soll das bringen eigentlich? Wir haben hier einen Schock, wir haben die Zerstörung von Lieferketten. Die Fed hat in letzter Zeit immer das gemacht, was der S&P gemacht hat. Lass uns darüber klar sein. Aber eben, selbst wenn es schlimm wird, wenn es nicht ganz so schlimm wird wie bei der spanischen Grippe 1918, und das war eine Seuche, die damals mehr Menschen getötet hat, als während des gesamten Ersten Weltkriegs umgekommen waren, lag auch daran, dass eben die Leute geschwächt waren. Es gab absolute Hunger etc. etc. Das hat damals richtig reingehauen. Da sehen wir eben, solange das nicht so ist, sollte man hier ein bisschen locker bleiben, sagt die RBC. Aber wir sind jetzt schon 100 Basispunkte, also 1% unter der neutralen Rate. Neutrale Rate ist das, was weder stimulierend noch bremsend ist für die Wirtschaft, wenn der Zinssatz da gesetzt wird. Und das ist doch letztendlich alles ziemlich Quatsch, was hier passiert, sagt die RBC. Und Sven Hendrik stimmt dem zu und sagt, die Fed hat jetzt für 6 Monate immer wieder Geld gedruckt, hat geprintet und jetzt wollen die Märkte, dass die Fed sie sofort wieder ausbildet, die Leute sofort wieder rettet. Es muss mal aufhören, dieses Fed Momo Codependency Nonsense needs to stop. Also diese totale Fokussierung auf die Fed, die muss irgendwann mal aufhören. Und man muss sich schon die Frage auch stellen in Sachen Fed. Hat sie ihr Pulver ein bisschen zu früh verschossen? War das nötig, wenn sie jetzt zum Beispiel mal einen halben Prozentpunktschritt machen könnte? Vielleicht kann sie das machen, aber das Pulver wird eben immer weniger oder ist immer weniger geworden durch das, was die US-Notenbank gemacht hat. Wo sind jetzt die Kursziele? Schauen wir uns das mal an. Hier im S&P 500, Booms, da ging es nach unten. Wir sind jetzt um und bei nur noch knapp über 2.900 Punkten. Mögliche Kursziele 2.880, 2.885 im S&P, vielleicht 2.820. Also es rumpelt ein bisschen, vielleicht entscheidend hier eben die Situation der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Da sollten Sie drauf gucken, da haben wir ein neues Allzeittief gemacht, gestern bei 1,24%. Das ist so ein bisschen der Taktgeber, der Signalgeber. Wenn die 10-jährige US-Staatsanleihe reagiert, dann folgen die Märkte. Da ist ein ziemlich enger Konsensus. Wir haben ansonsten in Sachen Coronavirus Nachrichten, die Sie auch woanders sehen können. Das will ich mir jetzt ersparen und einfach mal die Charts angucken. Was wir hier sehen, ist der DAX, die Charts von Capital.com, knapp unter der 11.800er Marke und damit unter dem Oktobertief. Das ist schon ein ziemlicher Abverkauf. Es ist eben auch ein Kontrollverlust. Das gleiche gilt für den S&P 500, 2.905, tiefster Stand seit Oktober. Und wir sehen eben auch beim Nasdaq, wie diese ganze Geschichte hier reinrauscht, 8.194 aktuell. Und wie gesagt, jetzt kommt das Wochenende. Man fürchtet, dass möglicherweise jetzt explodierende Zahlen in den USA kommen werden, weil die überhaupt dabei sind, erst die Testmethoden zur Verfügung zu stellen. Bisher wurden nur ein paar hundert Leute überhaupt getestet in den USA. Das wird sich ändern, das muss sich ändern. Und dazu kommt, wir haben noch die Einkaufsmanager-Indizes aus China jetzt am Wochenende, da wird man auch drauf gucken. Dow Jones, ähnliches Bild, 25.150. Wie gesagt, wir waren im Bereich, soweit ich es erinnere, 18.000, als Donald Trump gewählt wurde. Also so wahnsinnig schrecklich ist das nicht, wenn man die ganze Geschichte sich mal
im längeren Zeitfenster anschaut. 1,1006 der Euro, deutliche Aufwärtsbewegung, Dollar jetzt abverkauft, hat sich ein bisschen abgezeichnet. Überraschend, dass Gold davon nicht profitieren kann. Gold sieht für mich jetzt nicht gut aus. Warum? Die Flut hebt alle Boote. Aber wenn die Ebbe kommt, dann sieht man, wer nackt gebadet hat. Denn auch im Gold sind vor allem über Derivate viele stark gehebelt. Wenn die ihre Aktienpositionen enthebeln müssen, und das ist ja der Prozess, der derzeit passiert ist, ein fortlaufender Margin Call gewisserweise, dann werden die auch ihre Gold-Long-Positionen schließen müssen. Das ist die Gefahr, die bei Gold jetzt kurzfristig, längerfristig ist ein anderes Thema als Absicherung, aber kurzfristig, so für die nächsten Tage, Wochen, natürlich das Problem sein kann. Und wir sehen 45, 62, das amerikanische Crude Oil. Also, es ist eine Menge los, meine Damen und Herren, es geht zur Sache. Die Bullen haben die Kontrolle verloren, das Narrativ, die Erzählung ist kaputt. Jetzt wird's spannend, das wird ein ziemlich heftiger Ritt heute. Mal sehen, wie es ausgeht. Bleiben Sie dran bei Finanzmarktwelt. Werden Sie informiert, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich auch denjenigen, die vielleicht heute dann in ihr Depot gucken und sehen, da ist ein bisschen mehr Rot dazugekommen, einen guten Start in diesen Freitag und sag Servus und Tschüss.